gucken uns jetzt Tallinn an. Kommst du mit oder was? Warte, läuft ein gelbes kleines Kind hinter uns? Ein gelbes Kind, ein Simpson. Wir sind jetzt in der Altstadt von Tallinn. Das ist eigentlich das touristische Highlight hier in der Stadt. Und die ist wirklich wunderschön, allerdings auch voll mit Touristen, die hier von den Kreuzfahrtschiffen abgekippt werden. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal an. Oh, what a mess that I have made when I set it free. I really try to shake it off, all the memories. Es sind einfach viel zu viele Menschen. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Zaubertrick und machen eine Langzeitbelichtung und lassen die alle verschwinden auf unseren Fotos. Wir nehmen dich jetzt mal mit, den Domberg. Von dort hast du nämlich die schönste Aussicht über die gesamte Altstadt. Keiner da. Hier gibt es nicht nur Weihnachtsmänner zu kaufen, sondern auch noch Glühwein. Vielleicht macht man das hier so im Juni. So bring on everything you've got, all the stupid guns. Wir sind jetzt hier auf einem verlassenen Fabrikgelände, das ist direkt hinter dem Bahnhof. Und hier ist mittlerweile so ein kreativer Hotspot in Tallinn entstanden. Hier gibt es ganz viel Street Art und Kneipen und kreative Projekte. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Und was machen wir jetzt? Wir gehen ins Bier trinken. Na gut. Cool. Komm, du hättest auch gerne eine Krone, oder? Krone? Sie hat eine Krone auf. Ach. Hättest du auch gerne eine Krone? Nee, danke. Und wie gefällt dir Tallinn? Tallinn gefällt mir übrigens gut. Ich habe meinen Text geübt, du kannst mich jetzt nicht mit einer Frage beantworten. Entschuldigung, Pause. Tallinn gefällt mir übrigens gut. Warum? Ist schön hier irgendwie, ist nett. Alles irgendwie, es macht Spaß. Was macht Spaß? Die Stadt. Warum? Warum nicht? Nimm das doch jetzt einfach mal so hin. Ja, hier nee. Kann man einfach schön langlaufen und flanieren und das ist einfach, das hat einen guten Vibe. Gut. Gut. Tschüss. Direkt neben dem Hafen findest du dieses riesige Betonmonstrum, das ein wenig wie aus der Zeit gefallen wirkt. Und zwar ist es eine alte Veranstaltungshalle von den Olympischen Spielen 1980, die jetzt seit einigen Jahren hier so vor sich hin verfällt. Tagsüber ist das hier echt ein super Spot, um coole Fotos zu machen, aber du solltest unbedingt auch mal abends hier hinkommen, denn von hier oben hast du den besten Blick auf den Sonnenuntergang in Tallinn. Eigentlich wollten wir jetzt ins Patarei-Gefängnis gehen, wo wir jetzt auch gerade stehen. Das ist eines der schlimmsten Gefängnisse der Sowjetzeit, was seit einigen Jahren stillgelegt ist und seitdem einfach so vor sich hin verfällt und man dort rein kann. Leider ist es jetzt 19 Uhr und das Gefängnis macht Punkt 19 Uhr zu. Das heißt, wir haben es leider verpasst. Wenn du hier nach Tallinn kommst, geh auf jeden Fall hier vorher hin. Das lohnt sich wirklich. Also dieser Ort wurde einfach so verlassen, wie er war vor einigen Jahren. Und es ist wirklich ein super spannender Ort zum Fotografieren und schade. Vielleicht warst du ja schon mal hier, dann schreib uns doch einfach mal in die Kommentare, was es hier zu sehen gibt. Wir sind selbst sehr gespannt und sind ein bisschen traurig, dass wir es selbst nicht geschafft haben.
Nachti, Nachti. I try.